Gewalt passiert täglich. Und sie hat viele Gesichter. Das Problem? Gewalt erzeugt meist Gegengewalt. Wie kann man Gewalt dann vermeiden oder stoppen? Eine häufige Maßnahme, die eine Gewalteskalation oder die Ausbreitung eines bestehenden Konflikts verhindern soll, ist die Mediation. Mediation heißt in der Regel, man geht als äußere Partei, als unbeteiligte Partei auf die Konfliktparteien zu und versucht, die Parteien dazu zu bringen, einen neuen Blick auf den Konflikt zu werfen und die Parteien in die Lage zu versetzen, selbst konstruktive Lösungen oder Regelungen für den Konflikt zu finden. Dahinter steht also der Gedanke, dass die Beteiligten versuchen sollten, ihre persönlichen Ressentiments zurückzustellen und den Standpunkt des anderen anzuerkennen. Sie werden vom Mediator lediglich dabei unterstützt. Alle Parteien müssen an der Konsensfindung interessiert sein. Bei einer Mediation geht es weniger darum, Recht zu bekommen, sondern vielmehr darum, eine faire Lösung zu finden. Die Erfolgsquote der Mediationen liegt bei 70%. Ein anderer Weg, Gewalt zu stoppen, sind Sanktionen, positive wie negative. Negative Sanktionen äußern sich in einer Bestrafung der Gewaltpartei. Auf politischer Ebene kann es beispielsweise ein wirtschaftlicher Boykott sein. Da gibt es auf der anderen Seite aber auch Instrumente in einem anderen Werkzeugkoffer, den kann man vielleicht Anreizkoffer nennen, wo es darum geht, jetzt Belohnungen zu versprechen, dass man Hilfe in Aussicht stellt. Wenn ihr jetzt einen Konflikt konstruktiv umgeht, dann steht euch zum Beispiel die Möglichkeit offen, auch andere Vorteile zu genießen. Bei Staaten sind das häufig dann sowas wie Wiederaufbauhilfen oder Kredite oder dass auch alte Sanktionen aufgehoben werden oder dass es auch Beratung gibt in irgendwelchen Problemen, die da auf dem Tisch liegen, die auch nicht gelöst sind. Die hohe Kunst der Vermittlung besteht oft aus der Kombination von beidem. Sanktionen und Mediation. Schockierende Übergriffe von Jugendlichen in der U-Bahn auf wehrlose Menschen, festgehalten von den Überwachungskameras. Bei diesen Bildern werden die Rufe nach härteren Strafen laut. Psychologische Studien jedoch belegen, dass lange Haftstrafen Jugendliche nicht abschrecken, sondern noch mehr Hass und Trotz erzeugen. Wichtiger ist Gewaltprävention. Ein Anti-Aggressionstraining zum Beispiel kann helfen, aggressiven Verhaltensweisen vorzubeugen oder abzubauen. Wesentliches Element ist dabei ein Provokationstest. Ein Trainierender muss Beleidigungen ertragen, ohne aggressiv zu reagieren. Ziel der Prävention ist, Kinder dann stark zu machen, nicht Konflikten aus dem Weg zu gehen, weil Konflikte sind nicht immer nur schlimm, sind nicht immer negativ, Konflikte können auch produktiv sein, sondern mit Konflikten konstruktiv umzugehen und eben ohne Gewalt auszutragen und sich trotzdem selber zu behaupten, aber eben auch den anderen und dessen Anliegen dabei anzuerkennen. Empathiefähigkeit ist ein weiterer wichtiger Schlüssel zur Gewaltvermeidung. Sich in das Gegenüber einfühlen und die Perspektive des anderen einnehmen zu können, führt zum kooperativen und sozialen Verhalten. Empathie kann beispielsweise durch Achtsamkeitsübungen schon früh geübt werden. Gewalt zu vermeiden ist wesentlich eine Sache der Bildung.